Leute, willkommen zur zweiten Folge Game zum Montag. Und zwar heute mit einem Spiel, auf das ich mich schon sehr lange freue. Und endlich habe ich eine sinnvolle Möglichkeit, es zu spielen. Leute, sagt Hallo zu diesem fantastischen Spiel hier. Moment, das soll nicht so wirklich blenden, das ist scheiße. Shantae and the Seven Sirens in dieser wunderschönen, riesigen Box, ja. Ich meine, wow. Das wurde produziert. Das Spiel war ja anfangs nur als Download-Titel für irgendwelche Smartphones oder so gedacht. Ich habe keine Ahnung. Aber diese tollen Leute hier, die haben es geschafft, aus diesem Spiel quasi eine physische Box zu kreieren. Und das finde ich wirklich fantastisch. Ist alles auf Englisch hier. Deswegen werden wir das Ganze jetzt auch noch nicht lesen, weil, ne, wir wollen das Ganze erstmal auspacken. Wir haben hier Shantae, wir haben spezielle Cutscenes, dann haben wir hier unten, ja, das ihr sehen könnt, 2020, wir haben neue Verwandlungen, das ist ziemlich cool, aber ich würde diese Box jetzt gerne mit euch zusammen auspacken. Und das am besten so vorsichtig wie möglich. Wie mache ich das am besten? Hier haben wir irgendwo eine Ecke, genau so. Moment, vorsichtig sein. Moment, ich hab's, ja, ich hab's. So, Plastik weg. Oh, Shantae Nummer 5. Fun fucking tastisch. So, das geht weg. Oh, eine wunderschöne Box. Seht es an. Seht ihr das? Das ist fantastisch. Wie machen wir das jetzt am besten auf? Am besten von hier oben. Ganz vorsichtig. Doch, funktioniert. So, was haben wir denn hier alles? Wir haben ganz, oh mein Gott, ganz viel Zeugs. Wow. Und da ist noch mehr drin. So. Nun ist leer, ja. Verpackung, die stellen wir da hinten hin. Ja, ich glaube, damit könnten wir anfangen. Wir haben hier eine Halterung. Und wofür ist die? Die ist hierfür. Wann bringe ich das raus? Seht ihr das? Eine Game Boy Color Cartridge mit genau diesem Spiel. Ja, das ist natürlich nur Deko. Ich meine, ja, komm, das packe ich aus. Das will ich auspacken. Komm schon. So. Passt auf. Wir haben hier, ja, eine Fake-Cartridge für den Gameboy. Ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Und das könnte ich dann irgendwie so, ne, hier rauf machen. Das machen wir auch kurz. Komm. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Lass mich mal sehen. Wie funktioniert das jetzt? Einmal so. Oder muss ich das nicht ablösen oder so? Man sieht so ein ganz kleines bisschen den Schriftzug, aber irgendwie weiß ich nicht. Wie kommt das dahin? Oh, doch, da ist noch so eine Schutzfolie drauf. Dass alles noch ein bisschen schöner aussieht. Ja, nun kann ich das irgendwie so hinstellen, genau. Ich meine, ist nett. Löse mir das hier noch ab. Sieht noch schöner aus. Aber ich muss auch hier irgendwie so eine Schicht ablösen können. Kann ich jetzt gerade aber nicht. Deswegen lassen wir das mal. So. Das Spiel quasi. Legen wir das hier weg. Da ist nichts mehr. Den ganzen Müll legen wir auch weg. Dann haben wir hier ein Poster. Das auch hier zu groß ist für die Kamera. Werde ich euch dann vermutlich auch wieder ein Bild zeigen. Weil, Spielgeber, bitte weg. Ihr seht Beine und so. Nee, ist viel zu groß. Da werde ich euch dann anschließend oder am besten jetzt ein Foto zeigen. Da gibt es auch noch eine Rückseite. Moment, ich blende euch mal kurz das Bild ein. So, das ist die eine Seite. Und das ist die andere Seite. Schön, nicht wahr? Gut, dann legen wir auch das Poster weg. Dann haben wir hier noch mehr Zeugs. Wie mache ich das jetzt am besten? Oh, das ist verkehrt rum. Aha, ich verstehe. Moment. So, zum einen hier das Spiel Shantae and the Seven Sirens für die PlayStation 4. Gehen wir gleich drauf ein. Aber wir haben noch mehr, wir haben noch mehr. Wir haben, oh mein Gott, wir haben Sammelkarten. Sammelkarten werden wir auch gleich ansehen. Was haben wir hier noch? Ein schönes eingepacktes. Oh, oh, Steelbook. Oh mein Gott, ist das cool, Leute. Oh mein Gott. Wunderschöne Steelbook Edition hier. Oh, ich liebe es.
Ich habe bald keinen Platz mehr hier. Das kann weg, das kann weg. Dann haben wir hier den... Komm schon. Den Soundtrack. Soundtrack. So, das Ganze dieser schönen Hülle hier. Oh, den Original-Soundtrack. Oh, da bin ich auch heiß drauf. Den werden wir jetzt auch auspacken, denke ich mir. Ja. Selbstverständlich werden wir das. Ich meine, ne? Dann verliert diese wunderschöne Box zwar an Wert, aber für mich ist Shanti ein Spiel, das ich spielen möchte, ja. Mit allem drum und dran. Komm schon. Ich meine, ich werde es auch nicht verkaufen oder so. Ich meine, ich bin wieder bescheuert. So, hier CD. Disk ist gerade verkehrt herum drin, warum auch immer. Lass mich die mal kurz lösen. Das war jetzt ein Wackler. Okay. Shanti, Rotty Tops und Sky. Schön. Geht da rein. Wunderschöne CD. Und? Ein Booklet ist da nicht. Nee, das ist nur so eine einzelne Seite. Gut, Soundtrack. Ziemlich cool. Bitte richtig da reingehen. Moment, ich hab's gleich. So. Soundtrack legen wir wieder hier rein. Dann haben wir hier Sammelkarten. Oh, Sammelkarten. Oh, Sammelkarten. Wie mache ich die auf? Schwierig. Schwierig. Doch, jetzt geht's. Moment. Oh, ich produziere hier wieder sehr viel Abfall. Verdammt. Ich krieg's nicht hin. Krieg's nicht hin. Ich bin zu dumm, um sowas auszupacken, echt. Ah, hier hätte es so eine Lasche gehabt. Achso, ich verstehe. Okay. Wir haben hier Bad. Wir haben hier Crap. Wir haben hier den Slime. Dann haben wir den Baumtroll. Schön. Oh, dieser Fischtyp da. Oh mein Gott. Den Siren Man. Der müsste neu sein. Archer kennt man, glaube ich. Crystal Crab ist auch neu. Dragonheart kennt man bereits aus den ersten Teilen. Ein Ork kenne ich, glaube ich, auch schon. Die einäugige Schlange, die kennt man auch. Der Eagleman Bomber kennt man auch, aus Teil 1, glaube ich sogar. Der Frog Lips kennt man auch, soweit ich weiß. Pincher, glaube ich, kennt man auch. Es sind so viele Karten, Mensch. Nager, oh ja, die waren, glaube ich, in der Wüste unterwegs. Die waren auch super. Kaktus, ja, gab es auch in Teil 4. Skork. Karl, was auch immer, kennt man auch. Scorpman waren auch dabei. Bonefish erinnert mich ehrlich gesagt nicht mehr. Der Wetman, doch, daran schon. Wetgull. Doch, glaube ich auch. Die Mediumfrau, natürlich kennt man. Jumping Frog, den erkenne ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir den Jellyfish. Lobster Jogger, kenne ich auch nicht mehr. Sailing Bug, an den kann ich mich auch nicht erinnern. Wall Dasher, doch, an den glaube ich schon. Dann Circus Squid, kenne ich auch nicht. Wrecked Bones, kenne ich auch nicht. Der Golem, doch, der kommt bekannt vor. Metal Slug, dich kenne ich auch nicht, das ist irgendwie witzig. Rocket Archer, weiß ich nicht, ob ich den auch kenne. Muggal, kommt mir auch bekannt vor. Mugman, der auch. Face Wall Dasher. Weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber die Spinne kennt man. Unzählige Male. Dirt Crawler. Kenne ich auch nicht. Geisterauge. Doch. Erinnere ich mich. Spectre. Auch schön. Skeleton Knight. Weiß ich auch nicht mehr. Sickly Silverfish. Ich denke, das ist auch neu. Bad Gull. Ja, die wird so eine Fledermaus. Kennt man auch noch. Water Lily Siren. Okay, die wird neu sein. Coral Siren wird auch neu sein. Tube Worm Siren. Die Anglerfish Siren. Gott, die sieht verstörend aus. Octo Siren. Die Empress. Sieht schick aus. Und das Lobster Girl. 50 coole Karten. Ja, sind da wirklich nur zum Sammeln, nehme ich an, weil. Ja. Ich weiß ansonsten nicht, was ich damit tun sollte, außer mich dran laben. Und dann natürlich noch, wie gesagt, das Schabil. Ja, das hier ist ein Game zum Montag. Das seht ihr richtig, aber selbstverständlich werde ich dieses Spiel, wenn ich es dann aufkriege, Moment, werde ich dieses Spiel dann definitiv auch let's playen. Ich meine, machen wir uns da mal nichts vor. So. Auspacken. Ungefähr so, genau. Und
Disk. Sie bewegt sich ein bisschen. Ja, hier hinten steht dasselbe wie auf dem großen Karton da. Limited Run. Die 343. Sehr schön. Ja, ansonsten nichts Spezielles. Öffnen wir da. Die Disk, warum ist die nicht in der Halterung drin? Verdammte Scheiße. Ich verschiebe ständig immer meine Kamera. Das sollte nicht passieren. Hier die schöne Disk. Und wir haben auch noch ein nicht ganz so großes, aber immerhin ein Booklet. Leider alles auf Englisch. Ich hoffe, dass das Ganze auf Deutsch sein wird. Ansonsten muss ich mir eine andere Version des Spiels holen, ne? Okay, wir haben Shanti. Alles, was man über sie wissen sollte. Verdammte Kamera, ey. Bleib mal da stehen, wo du sollst. Dann haben wir Bolo. Dann haben wir Sky. Und Reg. Sehr wichtig, ja. Onkel Mimic. Rotty Tops. Kamera, stell dich bitte wieder richtig hin. Danke. Geht gleich weiter. Dann haben wir hier neue Charaktere. Harmony. Blink. Nee, ich glaube, die ist auch neu. Dann haben wir Vera. Kenne ich auch nicht. Zeppel. Fillin. Sieht aus wie Rocky Tops. Oh, der Ammo Baron ist auch wieder dabei. Schön. Wie wir ihn vermisst haben. Das Lobster Girl. Und Squid Myth. Und dann haben wir die Bad Guys. Natürlich. Rocky Tops. Nehme ich an. Ja, Rotty. Rotty Tops, sage ich schon. Risky Boots, verdammt nochmal. Rotty Tops ist die grüne. Water Lily Siren. Coral Siren. Tube Worm Siren, ja, haben wir bereits auf den Karten gesehen. Angler Siren. Octo Siren und. Die Empress müsste das sein, ja, gemäß den Karten. Da haben wir noch Platz für Notizen. Werden wir aber nicht tun. Denn was wir jetzt tun wollen oder was ich tun möchte, ist. Dieses Spiel hier mit euch zusammen anzutesten. Und zwar mit allem Zeugs im Hintergrund, was weiß ich. Noch hier schön hinlegen. Spiegelt jetzt noch ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so das Traurigste der Welt. Legen noch das dahin. Dann habe ich noch irgendwo die Steelbook, genau. Machen wir so, weil es wunderschön aussieht. Und dann würde ich sagen, Leute, legen los mit Shantae Nummer 5. Respektive Shantae and the Seven Sirens. Yeah! Mein Gott. Was war das denn? Oh mein Gott, sieht so schön aus. Press. Ja. Ich vermute mal, es ist nicht auf Deutsch. Das ist ein Problem für mich. Nee, scheiße. Das ist ein Problem für mich, Leute. Aber wisst ihr was? Ich habe die Möglichkeit, das Spiel trotzdem zu Let's Playen. Und zwar auf Deutsch. Aber wie gesagt, das hier leider Englisch. Trotzdem, ich würde sagen, wir testen's. This is the place. Time to kick back and relax. Hey, this place is a paradise. We get to stay here for a whole week! Can you believe it? What? A week? You packed enough for a month! Hey! I need all that stuff for the festival! And I brought some unfinished projects from my lab! Come on. The sooner we check in, the sooner we can relax. Okay, die gehen da also quasi, ne, Urlaub machen. Haben sie sich auf jeden Fall gegönnt, nach den ersten vier Teilen. Ich mag diese Anime-Cutscenes. Ja, und die Ladesequenz. Tanz, Shantae, Tanz! Hm.
Lange Ladezeiten. Nicht schön. Es hat jetzt wirklich lange gedauert. Okay, wir sind endlich da. Paradise Island. Oh, schön. Ihr erster Urlaub. Das ist ja schön. Ja, es ist ein historischer Moment. Sunken City gibt's hier, okay. Aber das ist wahrscheinlich nicht mehr intakt heute. Ja, wirklich? Ja, das sind alles nur Touristenfallen. Ja. Ja. Er will die alten Ruinen sehen und so weiter, ne? Das ist eine große Feier, Shanti. Das ist meine Chance. Uncle, you promised not to embarrass me. Ja, okay. Ja, können wir dich gehen? Meine Füße schlafen ein. Ja, es ist schwieriges Englisch für mich. Tut mir leid. Ich meine, ich verstehe ungefähr, was sie mir sagen wollen, aber ich kann es nicht übersetzen. Ja. Kann ich mich jetzt bewegen? Ja, Shantae ist nicht zufrieden. Ja, und sie lässt sich ihre ersten Ferien, der erste Urlaub nicht ruinieren. So, ich kann mich bewegen. Ich kann das. Ich duschen kann ich. Ich kann tanzen. Okay, schön. Dann kann ich hier noch nichts machen. Ich kann nicht dashen, gar nichts. Okay, und da hinten, das Wasser ist tödlich. Mit Mimik könnte ich nochmal reden. Aber scheinbar kann ich jetzt spielen. Oh, steuert sich super. Hey, wer bist denn du? Hallo? Die Brücke wird gerade repariert. Bitte pass auf, wo du hintrittst. Okay. Kommt gleich jetzt wieder die Action, wie in anderen Teilen, oder kann man hier gemütlich ins Spiel sich einfinden? Das ist doch die Frage. Die Ladezeiten sind wirklich lange. Ich musste schon zuvor was rausschneiden und jetzt hier scheinbar schon wieder. Arena Town! Willkommen zur Arena-Stadt, ne? Heim des Half-Genie-Festivals. Ach so, es wird für Sie ein Fest gemacht. Oder respektive für alle Halb-Genies. Ja, treffe dich mit dem Bürgermeister. Danke und habe ein schönes Fest. Alles klar. Kann ich hier reingehen? Durch Türen durchgehen. Ich drücke alle Tasten. Ne, scheinbar nicht. Habe ich ein Menü eigentlich? Ja, mehr oder weniger. Okay. Kann ich hier was kaputt machen bereits? Nee. Hallo, ihr Leutchen. Bla bla bla. Was seid ihr für Typen? Ja, du bist einer der Tänzer heute, ne? Die anderen Halb-Genies haben solche Ohren wie du. Aha. Was für viele Leute. Sammelst du Monsterkarten? Ich will jederzeit tauschen. Ich habe viele seltene und normale und ultra seltene. Und super ultra rares und so, ne? Gebannte ultra legendäre Karten. Ja, du hast ultra tolle Karten. Wieso kann ich hier nicht nur reingehen? Wie kann ich denn durch Türen durchgehen? Nein. Ich habe jetzt alle Tasten gedrückt. Das geht nicht. Ja, gut. Ja, schön. Ja, die Mütter sind Genies und der Vater sind Menschen und so, ne? Aber es sind alles Frauen. Ich bin scheinbar die sechste Halb-Genie, die heimkommt. Okay, ganz komische. Ja, wir werden die bestimmt irgendwann treffen. Oh, kleines Kind, beinahe nicht gesehen. Er will mit dem Airship fahren. Diese Insel ist so mysteriös und so weiter. Ja. Pressing das. Ah, okay. Ich kann Text überspringen, das ist gut. Kann ich noch hier weiter nach hinten gehen? Natürlich kann ich das. Oh, hey, du siehst wichtig aus. Ja, wir sollten irgendwann mal sprechen. Aber jetzt bitte geh zum Bürgermeister. Okay. Der ist bestimmt hier irgendwo in der Stadt. Ah, der Typ da vielleicht mit dem Fragezeichen. Die da oben sieht aus wie Jasmin aus Aladdin.
Ja, man kann sie nicht gut sehen. Kann ich mich hier an den... Moment, kann ich mich hier an den Schnüren festhalten? Ja, das ist doch Jasmin da, oder? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Oh, sie kam auch von Scuttletown her. Das ist ja nett. Wir kommen ja auch aus Scuttletown. Hallo, Bürgermeister. Hallo und willkommen. Ja. Willkommen hier auf dieser Insel. Du musst Chanté sein. Der ganze Weg von Scuttletown her. Hello. You can call me the mayor. Ja, du bist der, ne, Bürgermeister. Danke fürs Kommen. Ja, ne? Es wird alles toll, dieses atemberaubende Festival. Ja, wir werden schon unsere Magie einsetzen, keine Sorge. Kann ich jetzt? Oh. Onkelchen. Wie er lacht. ja, dieser Platz ist toll, ne? Ja, du musst Chantés Onkel sein. Ja, wir brauchen halt natürlich viel Geld und so. Oh, Gratisflüge. Ah, wird uns zur Verfügung gestellt, vermutlich. Okay. Aber das ist nicht alles. Für deine Familie auch. Alles ist bereits bezahlt. Wenn du der Star in meiner großen Aufführung wirst. Dem Superstar-Spektakular. Sie ist, glaube ich, begeistert, würde ich sagen. Ich mag den Enthusiasmus. Warum gehst du nicht mal kurz nachschauen, wie das so aussehen wird? Heute Abend? Ich weiß nicht mehr genau, also ich habe die Routine halt nicht mehr. Keine Angst. Das wird schon werden. Ja. Vertrau mir, das wird schon gut gehen. Das erinnert mich an... ich habe noch 5 andere Halbgenies eingeladen, wie du. Sind ihr überall auf der Insel irgendwo? Kannst du sie finden? Und sie heute an heute Nacht erinnern? Ja, ich bin begeistert. Ja, gehen wir sie suchen. Oh, Checklist. Kann ich die jetzt öffnen? Habe ich die hier? Nein. Habe ich die hier? Oh, hier. Wieder Tänze. Oh, das sieht doch cool aus. Okay, alle 5 Genies muss ich finden. Wie komme ich zur Karte da? Ach so. Oh. Monsterkarten. Oh, es fühlt sich so toll an, Leute. Aber für mich mussten das schon deutsch sein, ansonsten. So, du bist doch ein Genie, oder? Oh, das ist ein Spiel noch nicht gespeichert. Der Speicherraum ist nebenan. Also geh da mal speichern und dann, ne, mach das nochmal. Jetzt kann ich da reingehen. Aha. Du verkaufst hier bestimmt was, oder? Item Shop, ja. Health Potion, Magic Potion, Super Potion. Oh, die Waffen. Homing Rocket, Superball, Bubble. Oh, Silky Cream, Shampoo. Ja, also der Standard, wie man es aus anderen Chanté-Spielen kennt. Fantastisch. Ist das der Speicherroom? Ja, das ist der Speicherroom. Ja, bitte speicher mal. Spiel gespeichert. Schön, was haben wir hier drin? Oh, Sky und Bollo. Und Ranch. Hier kann ich nicht auf die Terrasse gehen. Möchte jetzt auch noch nicht mit euch reden, ehrlich gesagt. Hier kann ich mich bestimmt heilen. Ja. Das Bad. Willkommen im Badhaus. Kann ich hier dran ziehen? Nö. Okay. Was haben wir hier? Was zur Hölle? Oh, hier kann ich die gefundenen Tintenfische oder so bestimmt wieder zu Leben machen. Ja, genau. Alles ist da. Alles ist da. Was? Na, ich habe keine Tintenfische. Sieht so bedrohlich aus hier drin. Oh, ist das cool hier. Was haben wir hier für? Oh, Rotti. Wer ist das? Nee, du bist gar nicht Rotti, oder? Ja, Zombies, bla bla bla. Da hoch kann ich nicht. Respektive, da oben gibt's nicht. Ja, dann gehen wir halt zu ihr hier und sagen, wir haben gespeichert und das heute Abend. Ne, du weißt schon. Harmony, die älteste der Halb-Genies. Von allen Genies die älteste? Ja, sie war die allererste, die geboren wurde von einem menschlichen Vater und einer weiblichen, von einer Genie-Mutter.
Warum überrascht dich das? No way. Ja, du siehst so... so jung aus. Hör zu. ja, ist halt bei uns normal, ne? Wir existieren seit einer Generation und so, keine Ahnung. Bla bla bla. So. Wie machst du, wir müssen unser Bestes geben. Um, ja, die Welt halt gut zu machen. Oh, sie ist so cool. wir können über die Show reden. Aber bitte denkt dran, immer dein Bestes zu geben, ja? Ja gut, sie geht jetzt dahin. Perfekt. Wir haben eine gefunden, die Tür ist noch zu. Wer bist denn du? Look, was ist das für ein Wort? Ja. Möchte mehr sehen. Aber ich komme noch nicht weiter. Hm, warum nicht? Ich habe scheinbar viel übersehen. Was war da nochmal drin? Ah, jetzt ist sie hier, okay. Gib immer dein Bestes, ja. Kann ich hier was machen? Nö. Hier versammeln sie sich also. Hier ist, ne? Platz für die Stars. Hier irgendwie weiter? Nö. Ja, du kannst dir die Checkliste ansehen. Wo finde ich denn jetzt noch andere Halbgenies? Und so groß ist das Gebiet noch nicht. Jetzt kann ich hier rein. Und da geht's nach unten. Oh, da geht's zur Sunken City Tour. Ja, 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 ja. Wir gehen jetzt. Yeah, da unten kommt doch unser erster Dungeon bestimmt. Oh, fantastisch. Leute, ich liebe das Spiel schon jetzt. Obwohl es sieht total simpel aus und so, aber es ist halt Shanty. Ne? Ich habe wirklich mit dem ersten Teil begonnen und musste sagen, wow, wirklich, wirklich cool. Dann habe ich die anderen Teile gespielt und ich war wirklich überzeugt von der Reihe. Oh ja, Sienna an. Hallo, Krabbe. Oh, das ist... wow. Das ist Shanty hier. Ich habe jetzt halt noch keine Magie oder sonstige Waffen, die ich einsetzen könnte. Deswegen, ja. Oh, die ganzen Gegner, die man kennt. Ich kann hier schon mal gut Geld sammeln. Oder Rubine besser... Verzeihung. Beinahe wurde ich gerade erwischt. Nur beinahe. Da funkelt irgendwas. Ich kann bestimmt hier irgendwo reingehen, oder? Ja. Ha. Ich kenne doch meine Shanty-Spiele. Okay, wie sieht jetzt die Karte hier aus? Okay, das Netz. Wie so ein Castlevania-Spiel halt. Tauchen kann sie nicht in dieser Form. Oh, hey. 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 Ah, ein anderer Halbgenie. Yeah. Ich kam vom Scuttletown her. Ich bin Seppel. Was machst du hier? Was auch immer. Ist wirklich hier unten, oder? Ja. Do know. Bla bla bla. Geht's bitte dahin. Ja, wir müssen irgendwas aktivieren. Aha, sie ist... oh. Sie ist die Strom-Genie-Typin da, ne? Ja, nur verarscht. Shockwave. Kann sie nicht. Okay, was kannst du dann? Wenn ich tanze, kann ich mich transformieren. In was kannst du dich denn transformieren, hä? Vielleicht wie, nach so einem Schlüssel für eine verschlossene Tür oder so? Ich habe nie versucht, ob das geht. Wenn nicht, dann vielleicht ein supermuskulöser feuerspeiender Drache oder so? Oder ein Superheld oder so? Nein, ich verwandle mich in einen Affen und kletter herum und so. das ist ja fantastisch. trägst du als Affe auch Hosen? Nein. Gotta go. Ja, ne? Sie geht jetzt. Ja, sorry für mein schlechtes Englisch. Ja, in diesem Dungeon müssen wir scheinbar halt wirklich die anderen Halbgenies finden. Oh, ist fantastisch. Ich würde das Spiel am liebsten gerne gleich durchspielen. Darf ich das? Nee. Oh, die nächste? Die, ne? Zombie-Typin. Warte, du bist ein Zombie-Halbgenie, ja, sag ich doch.
Das ist nicht verwunderlich, oder? Ja, ich habe nur gefragt. Ja. Mein Name ist Chanti. Und was ist dein Name? It's Fillin. Okay, das ist Fillin. The Blank. Das bin ich. Und jetzt ist Showtime. Kann ich so hoch springen? Nein, gut. Also können wir gar noch nicht allzu viele Wege gehen. Verzeihung? Ich kann ultra hoch springen, das ist ultra cool. Hier irgendwo was versteckt oder so? Ja, zu Beginn kann man eh noch nicht allzu viel machen, weil sie sich nicht verwandeln kann und keine Items hat und gar nichts. So, dann gehen wir hier mal. Oh, die Steuerung ist so flüssig, ist wunderbar. Gehen wir mal nach rechts. Da müsste ich theoretisch die... Nee, ich gehe nicht nach rechts. Au! Haufen Scheiße. Lass mich mal die Karte sehen. Nee, wir können jetzt nichts mehr machen. Außer... Nee. Habe ich was übersehen? Habe ich was übersehen? Wir haben doch nicht alle, oder? Oh, ich habe einen Burger, das ist cool. Ja, ich muss zwei mehr finden. Wo könnten die denn sein? Habe ich irgendwas übersehen? Kann ich doch noch hier irgendwo irgendwie was machen? Oder kann ich doch tauchen vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Tauchen? Nein, unmöglich. Oder sind die anderen jetzt in der Stadt? Das kann auch sein. Dass man quasi was triggern musste. Das weiß ich jetzt halt natürlich nicht. Ja, es ist schon verdächtig, dass mir jetzt irgendwas fehlt. Ich denke, ich kann wieder rausgehen. Autsch. Warum hat es gerade so geleckt? Was ist der grüne Kreis da eigentlich? Meine Magieanzeige? Ich nehme an, ja. Autsch. Ich habe so gut begonnen zu spielen und jetzt... okay, ich dachte schon. Sieht da wunderschön aus hier. Das gefällt mir. Und hoch da. Lass mich raten, die anderen sind jetzt irgendwo da. In der Stadt, meine ich. Weil wir können die Stadt noch nicht wirklich verlassen. Und ich glaube, wir waren überall, wo wir im Moment hin können. Vielleicht nochmal zurückgehen? Alles ist möglich. Wow, aber es braucht sehr viele Ladezeiten. Für relativ kleine Gebiete eigentlich. Ich meine, es ist jetzt auch nicht grafisch so umwerfend, dass jedes Mal was Neues geladen werden muss. Kann ich vielleicht? Ja. Na also. Kennt doch meine Chanté-Spiele. Wo gehe ich hier? Oh mein Gott. Hey, Typ. Ja, die Haare von Chanté sind noch sehr schwach. Was wirst du? Was? Ich habe eine Monsterkarte gefunden. Wow, wie... Wow, wow. Verpiss dich. Lass mal die Monsterkarte sehen. Oh, das sind alle die Karten, die wir... Hallo, weißt du das jetzt mal? Die wir quasi auch bekommen haben. Hier sollte ich nicht runterfallen, das sind Totenköpfe. Aber da ist so ein Herztintenfisch. Au. Ich kann den Fisch nicht treffen. Bekomme ich... Hallo, jetzt muss ich langsam sicher aufpassen. Oh, Magie. Ich könnte mal einen Burger essen, Moment. Hört man sie wieder nomsen? Ja, Traum. Ist fantastisch. Oh, speichern. Dankeschön. Ja, man kann immer bei so einem Typen speichern und in jeder Stadt, nehme ich an, gibt es auch so ein Speicherteil. Frosch, wow. Oh, ein Riesenbaum. Was ist das da? Ich kann hier ins Wasser, es bringt mir aber nichts. Nein. Auch der Fisch ist irgendwie weg. Ich kann... Achso, da kann ich stehen. Das sah jetzt nicht so... Ah, fucking Frosch. Ist das... Oh, Kiste. Was kriege ich? Nugget. Nugget. Ich meine, kann man immer gebrauchen. Nein, da war... da war Essen. Die droppen immer Zeug... Nicht immer Zeugs, aber... Ne? Oh, wer bist du? Ha, yo! Oh, du bist auch ein Halb-Genie. Fandst du auch beim Festival? Ja, mein Name ist Vera.
Ich lebe genau hier auf der Insel. Das ist ja praktisch. Refresh Magic. Okay, heilen. Es gibt so viele Arten von Magien und so, ne? Das ist doch toll. Okay, wir sehen uns heute bei der Show. Es war schön, dich kennenzulernen. Tschüss. So. Was? Ich kann da was machen. Kann ich es öffnen? Nee. Ich kann es nicht öffnen. Es kann sich alles mehr können. Boah, da fuck bist du für ein Viech. Du stampfst jetzt, oder? Keine Zombie-Karte. Ich möchte wissen, wie ich an Zombie-Karten komme. Ah, die kann ich auch kaputt machen hier. Bringt mir aber nichts. Für was sind... Oh, kleine Schlangen. Da unten funkelt auch wieder was. Sehe ich doch. Oh, Monsterkarte. Geht alle weg. Noch eine Monsterkarte. Wow. So, hier drin. Habe ich irgendwas bekommen wieder. Monsterkarten ansehen. Oh, das ist jetzt so cool, die alle zu sammeln. Wie 1 von 5. 3 von 10. Wieso brauche ich da so viele? Oh, ist das tödlich? Nee. Hier muss ich bestimmt buddeln oder so, um weiterzukommen. Oh, Schlange. Na komm. Ich halte mich nicht mit dir auf, du Fluffy. Nein, da war die Karte. Oh nein. Den kann man hier gut Items farmen immer. Na komm schon, du Fuckviech. Ich würde dich gerne töten. Burger. Na, geht ihr bitte weg, ihr Viecher? Oh yeah. Pulled Pork Sandwich. Naja, ist für mich ein Burger. So, dann noch du hier. Das ist ein schöner Platz. Ja, ich bin Vera. Und sie wird heute auch tanzen. Das ist ja fantastisch. Ja, sie kann sehen. Ja, okay, tschüss. Ja, wir haben alle 7 zusammen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, und wir haben jetzt ganz viele Wege gesehen. Was, ja, alle 5. Wir sollten es dem... Oh, wir müssen nicht mal zurücklaufen. Das ist auch nett. Ja, es hat aufgebaut wie ein Castlevania-Spiel, ne? Viele, viele Wege, die man erst später mal durchqueren kann. Durch neue Fähigkeiten, durch Transformationen, durch Items oder... Ja, ganz viele Möglichkeiten. Ah, perfekt. Die Show beginnt gleich. Die anderen sind schon alle Backstage. Los, beeil dich. Das war hier, ne? Ja. Da bin ich. Bitte starte nicht ohne mich. Ja. Ja, sie ist halt zu spät, ne? Aber keine Sorge. Ihr werdet das schon hinkriegen. Tanzen die jetzt? Ich bin gespannt. Ja, ist gut, jetzt schweigt euch an. Los geht's. Chanté? Oh, ich weiß nicht, ob sie allein gegangen wäre. Ich habe genau in diesem Moment nach rechts gedrückt. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the first ever Half-Tuning Festival. Now, taking the stage from parts beyond, part 2, part magic. The shimmering stars of the evening. They are your spectacular Half-Genie Superstars! Was ist jetzt? Licht aus, Strom aus, alles aus und... Hello? Sie wurden entführt. Alles klar, darum geht's also in diesem Spiel. Oh, die verschwundenen Halbgenies. Ja, sie sind verschwunden. Ja, und so ist auch das Festival zu Ende. Am nächsten Morgen. Chanté, for the last time. Zum letzten Mal. Ja, lass das die Behörden machen, ne?
You're worried that I'll disappear too. Is that it? Ja, sie wollen das halt nicht machen. Shantae soll auf sich selber aufpassen, aber sie will natürlich am liebsten. Ja, sie muss halt was tun, ne? Ja, überlass das dem Major. Aber nein, Shantae will ihnen halt helfen. Irgendwas wird hier passieren. Und sie wird herausfinden, was. Ja, mach, was du willst. Ja, sie ist hier im Urlaub und das wird sie auch ausnutzen. Und Shantae sagt, danke für gar nichts und schlägt die Tür zu. So. Letzte Nacht war ein Desaster. Sogar Bollo ist auf ihrer Seite. Sie ist zwar nicht der Schussgenie dieser Insel, aber... Ne? Sie ist die Einzige, die übrig ist. Bla bla bla. Ja, sie... Ja, die Insel muss ein Secret haben. Ja, und sie wird dem Ganzen auf den Grund gehen. Sagt der Bürgermeister noch was? Ja, das Ganze ist ruiniert. Das kann nicht sein. Ich muss das ganze Geld zurückbezahlen. Ich bin ruiniert. Oh nein, oh nein. Bitte pass auf dich auf, ja. Gut, ich vermute mal, ich kann jetzt rechts weitergehen. Ja, hier kann jetzt was passieren. Ja, die Route ist wieder frei. Du kannst jetzt auf die Ostseite gehen. Du bist die Erste. Sehr schön. Leute, wir können mehr erkunden. Wie lange spielen wir schon? Eine knappe halbe Stunde. Ich glaube, das reicht auch, ne? Wie gesagt, ein Let's Play wird folgen, aber nicht sofort, denn ich muss noch was anderes fertig spielen. Ansonsten werde ich damit nie durchkommen. Aber dann, in baldiger Bälde, kommt Shantae and the Seven Sirens. Hundertprozentig. Wow, wie viele von euch gibt's denn hier? Und wäre Kacke da. Ja, hier kann man gut farmen wieder. Wir werden auch ganz viele Edelsteine brauchen, um uns alles zu kaufen. Ich meine, ich werde das Ganze natürlich wieder 100% machen. Ja, das Ding funktioniert nicht. Da sehe ich aber was. Okay, das ist noch nicht interessant. Da unten erwartet mich der Tod. Kann ich die Viecher nicht töten? Nee, die da so springen, kann ich nicht töten. Aber die da. Vielleicht noch eine Monsterkarte für mich? Ja, die sind ultra stark. Oh, Geld? Und die Musik ist wieder fantastisch. Die Musik spielt immer eine große Rolle bei Shantae. Oh, hier kann ich nach unten, das sehe ich doch. Ha! Aber doch, ich würde wieder nach oben kommen. Ja, man sieht das immer, wenn keine Totenköpfe aus dem Abgrund rauskommen, genau wie hier, kann man hier durchgehen. Stirb, 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 stirb! Hier kleinen Würmer. Hier unten ist doch bestimmt auch was, oder? Könnt ihr mir nicht sagen, dass hier nichts ist? Doch, wollen sie mir sagen. Hier wieder solche Steine, die ich kaputt machen kann, aber die bringen mir nichts. Und hier, Schatz. Wir finden... Nochmal ein Nugget, was soll ich damit? Lass mich mal sehen. Nuggets, da. Schlüssel-Items, okay. Hier kann ich bestimmt auch irgendwann hochschwimmen. Hier könnte ich wieder speichern, aber das lassen wir jetzt mal, weil... Ne? Hier kann ich auch hoch irgendwann bestimmt. Aus einem Todesbaum. Ich mag den Baum. Monsterkarte? Der explodiert verdammt lange. Was ist mit dir los hier? Au. Au, nicht so nah. Dran stehen bitte, Shantae. Oh, noch mehr Essen. So, und hier die Steine wieder kaputt machen. Ja, hier unten ist doch was. Eine Abkürzung war da. Und hier wieder eine Art... Oh! Ein von geschenkter Herzfindenfisch. Heißt ja nett. Ein Secret oder so? Nein, okay. Gut, Moment. Wir wissen ja... Autsch. Gehen wir hier unten durch. Das geht viel schneller. Magie? Nein. Ich bin gleich wieder tot. Was heißt wieder? Essen. Sehr schön. Monsterkarte? Ja, Monsterkartenfarben. Das wird bestimmt auch ein Spaß. Das meine ich jetzt im Ernst. Es gibt zu Beginn so viele Wege, die man gehen kann, und dann merkt man irgendwann so, ja, nee. Im Prinzip kannst du da eh noch nicht lang. Oh! Salmon, was ist das? Keine Ahnung. Keine Monsterkarte auf jeden Fall.
so, und hier kann man bestimmt irgendwann tauchen. Hier ist nochmal so ein Teil. Funktioniert auch nicht. Hm. Risky Boots! Oh, wow. Was macht sie hier? Männer? Ja. Hm. Sprengt das Zeug in die Luft. Da sehen die mich nicht? Oh mein Gott, übertreibst du doch mit der riesen Rakete. Oh Mann, niemand besiegt Risky Boots, die Königin der sieben Meere. Außer ich vielleicht. Respektive Shantae. Bewegt euch, bevor es hochgeht, ihr Idioten. Shantae, du vielleicht auch. Vielleicht ein bisschen wegstehen oder so? Scheinbar nicht. So, was ist jetzt da drin? Die absolute Power will sie haben. Ich meine, verständlich. Risky Boots ist da hinten. Ja, ich sollte besser nachsehen, was sie tut. Nächster Dungeon? Sind diese Teile Dungeons? Kann alles sein. Wow, ich würde das Spiel jetzt gleich durchspielen. Aber kann ich nicht und soll ich nicht. Wie gesagt, ich würde das Spiel gerne auf Deutsch spielen. Und ich habe da zum Glück eine Möglichkeit. Verstehe. Bisschen was will ich jetzt noch sehen. Nur ein bisschen was, okay? Gebt mir noch ein paar Minuten. Hier ist nichts, nein. Oh, Warp Room. Oh, fantastisch. Wo warp ich das Ding hin? Jetzt bin ich gespannt. Oh, bestimmt zu so einer anderen Öffnung, oder? Oh, fantastisch. Nee, hä? Bin ich in der Stadt? Oh, dafür ist es da. Das ist ja geil. Das ist ja geil. So kann man sich viel Weg sparen. Oh mein Gott, ich liebe es. Die Ladezeiten für sowas liebe ich dann nicht so sehr, aber ich liebe es gerade. Ja? Shantae? Das ist wirklich ultra cool. Wie jedes andere Shantae-Spiel, einfach gleich noch ein bisschen schöner und, ne? Warum sammle ich eigentlich alles ein? Ich kann eh noch nicht viel machen. Oh, speichern ist immer gut. Wenn man es denn tut. Oh, wow. Das sendet mich auch in so eine Metroid-Stelle. Metroid Fusion, glaube ich. Ja, um so ein Röhrenteil entlang läuft. Unter Wasser. Die Ladezeit ist zwar ein bisschen störend, aber was will man machen? Vielleicht ist das sogar ein bisschen besser, so wie ich das spielen werde. Wir werden es dann sehen. Oh, yes! Monsterkarte! Hier noch was. Bisschen was. Die ganzen Wasserminen im Hintergrund. Warum ist hier so ein großer Weg? Wow! Bist du für ein Blob hier? Süßer kleiner Blob. Was zum? Da kann ich bestimmt irgendwann hochgehen, per Walljump oder so. Ja, die kann man wegmachen, die Steine. Oh, Mimic. Was machst du hier unten? Ich hoffe, du steckst nicht in Schwierigkeiten. Ja. Was auch immer. Entfernt einen Block. Was? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Er hätte den Block nicht entfernen sollen. Was nun? Ach so, natürlich. Ladesequenz. Ich meine, was sonst? Wie gesagt, ich denke, für heute reicht's dann auch, oder? Wir haben gesehen, fantastisches Spiel, sieht wunderschön aus. Wow.
Kannst du mich hören da oben? Scheinbar nicht, es war ein tiefer Fall. Ja, was ist für ein Platz? Ich muss die anderen Parts dieses Dings finden, ne? Sie muss hier raus irgendwie. Oh, es funktioniert alles so gut. Was ist das hier? Hier muss ich wieder buddeln. Wie gesagt, das müsste man sich alles merken. Oder wird das auf der Karte irgendwie verzeichnet? Nee, das... Doch. Oh, sieh mal einer an. Oh, fantastisch. Vielleicht hätte ich da links noch entlang gehen können, so ein Secret. Wer weiß das schon? Wow. Hallo, Viech. Komm her. Ha, boom. Hier vielleicht? Irgendwo? Nee, sondern hier runter. Ich kann nicht aufhören, Leute. Wir rushen jetzt hier noch ein bisschen durch. Einverstanden? Oh, hey. Ja, ja, ja. Seht ihr? Da war doch gerade was. Autsch. Man kommt ja wirklich schnell durch, wenn man will. Aber man will ja alles betrachten und alles mitnehmen und. Ich wollte schon sagen, hier unten muss doch auch was sein. Das war nur Geld in Anführungszeichen und oh. Da komme ich auch nicht ran. Brauche ich auch bestimmt wieder eine Transformation. Muss man sich dann alles merken? Alles, alles, alles. Oh, ihr merkt, ich kann gar nicht aufhören gerade. Blob, lass mich in Ruhe. Oh, da ist was. Das ist irgendwie schön, dass das hier markiert wird. Du geh weg, Blob. Es klang aber auch nur nach Geld. Und hier? Nichts mehr. Aber hier könnte ich oben lang gehen. Hier könnte ich nochmal speichern. Komm, gib mir noch 2 Minuten, okay? Monsterkarte. Es sieht wirklich aus wie ein Metroid. Ganz im Ernst. Ich liebe es. Was zur Hölle ist das? Ich kann da reingehen, auf jeden Fall. Ich könnte jetzt einen Cliffhanger machen und sagen, so, das reicht. Aber ich möchte auch noch sehen, was da drin ist. Und dann lassen wir es gut sein, okay? What to Lilith? Oh, Lilith dann bestimmt die... Oder wurden die Halbgenies zu... Was bist du? Wurden die Halbgenies zu den Sirenen jetzt? Das könnte alles... Alter. Doch mal gut jetzt. Golden Crab. Ist das Essen? Ja, oh mein Gott. Wow, eine Ultraheilung quasi. Und hier drin in diesem Dungeon gibt es 3 von diesen Tintenfischherzen da, sieht man. Oben rechts. Das hilft natürlich sehr bei der Komplettierung. Hier brauche ich einen Schlüssel. Was ist so? Was ist das hier? Geht da wieder weg? Nee. Kampfraum. Den machen wir noch kurz, okay? Hoffe, das ist... Autsch. Das war's schon. Nochmal ein Kampfraum. Oh mein Gott! Oh, die sind immer scheiße zum Bekämpfen, glaube ich. Au. Ich muss mich heilen. So, den bekämpfen jetzt noch. Und dann ist wirklich Schluss. Ich geb's zu. Wie? Ah, Los, mach was. Au. Wie kann ich den erledigen, bitte? So, da unten haben wir ein Tintenfischbaby. Ich verstehe nicht genau, wie ich den machen muss. Wie, was? Ah, unten und oben. Und Schlüssel. So, jetzt muss es aber reichen, Leute. Wir wissen noch, wer der Schlüssel gut ist, aber was sich dahinter befindet, erfahren wir leider nicht mehr in diesem Video. Das war's für heute mit Game zum Montag, mit dem fantastischen Spiel Shantae and the Seven Sirens. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.